Die Eröffnung des neuen Reichstags am 21. März 1933 verlegt Hitler nach Potsdam. Die Potsdamer Garnisonskirche ist für Preußen eine Art Heiligtum. An dem wir uns heute versammelt haben, mahnt uns zum Rückblick auf das alte Preußen. Die Regierung der nationalen Erhebung ist entschlossen, ihre von dem deutschen Volk übernommene Aufgabe zu erfüllen. Die Garnisonkirche ist ein Baudenkmal mit ungeheurem Symbolwert.
Sie ist Ausdruck unserer Geschichte. Das ist ikonisch. Wieso sollte ein solches Gebäude nicht wieder aufgebaut werden? Gerade die Diskussion darum wirkt auf unsere demokratische Gesellschaft belebend und notwendig. Es geht doch nicht um die einseitige Verherrlichung, sondern um die Formulierung von Werten, die heute unser Zusammenleben tragen. Nico Hoffmann, CEO der UFA-Gruppe, Eventproduktionen im historischen Kontext.
Willen recht gestalten, unsere Einsicht segnen und uns mit dem Vertrauen unseres Volkes beglücken. Niemals werde ich mich von der Aufgabe entfernen, den Marxismus und seine Begleiterscheinungen aus Deutschland auszurotten. Und niemals werde ich hier zu einem Kompromiss bereit sein. Einer muss hier Sieger sein. Entweder der Marxismus oder das deutsche Volk. Und siegen wird Deutschland. Ich hege felsenfest die Überzeugung, dass eben doch einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute hassen, hinter uns stehen und mit uns dann begrüßen werden, das gemeinsam Geschaffene, das mühsam Erkämpfte, bitter erworbene Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen. Adolf Hitler, Anfang 1933. Today it's my country which is waging the unjust, brutal, and excessive war against the neighboring Ukraine. Today it's my country which is trying to use its former victimhood during the World War II to justify its aggressive war. And I would like these bells to ring in commemoration of all the innocent victims of Russian aggression and in demand for justice and peace for Ukraine and for its victory. Thank you.